Als wir endlich im Dorf ankommen, ist es Sonnenuntergang. Und warum hat er noch seine Sonnenbrille auf? Hallo Jungs. Freut mich zu sehen, dass ihr immer noch die Unterhosen tragt. Die waren das schönste Weihnachtsgeschenk, das wir jemals bekommen haben, Pater. Meine ist zu eng. Tja, so müssen wir alle unser Päckchen tragen. Das hier ist George. Er möchte euch was fragen. Ich kann leider nicht bleiben. Viel Glück, George. Ich habe noch ein Unterhöschen für dich, falls es jetzt zu eng ist. Was für eine Erleichterung. Ich fühle mich nie ganz wohl, wenn er in der Nähe ist. Ich auch nicht. Diese verdammten Hosen krabbeln mir immer den Hintern hoch. Also, was wollen Sie? Meine Freundin ist von einer Schlange gebissen worden. Ja und? Meine ganze Familie ist schon von einer Schlange gebissen worden. Ich bin sogar mal von einer Maus gebissen worden. Es geht ihr wirklich schlecht. Ich habe gehofft, euer weiser Mann hätte vielleicht eine Medizin. Ein weiser Mann? Der muss im falschen Dorf sein. Pater Hubert sagte, hier im Dorf gäbe es einen weisen Mann, der mir helfen könne. Nein, hier gibt es keinen, auf den diese Beschreibung passt. Oh, er meint bestimmt den alten Mann, den Schamanen. Oh, ich dachte, der erfindet all diese Geschichten nur, die er so erzählt. Ich hätte ihn nie als Weise eingestuft. Wollt ihr einfach rumstehen und zusehen, wie meine Freundin stirbt? Natürlich nicht. Halten Sie uns vielleicht für primitive Wilde? Wir beginnen natürlich sofort mit den Vorbereitungen für eine Feuerbestattung. Ich möchte gerne zum Schamanen. Sie können da nicht einfach reingehen und mit dem Schamanen reden. Ja. Warum nicht? Sie müssen sich an das Protokoll halten. Der Schamane verlangt Tribut. Tribut? Ihr meint sowas wie ein Geschenk? Stimmt, genau. Die ewige Frage, was schenkt man einem Mann, der schon alles hat? Gebt mir doch mal einen Tipp. Was für Sachen mag euer Schamane? Hat er ein Hobby, einen Lieblingssport? Sie beleidigen uns. Der Schamane lebt auf einer höheren Geistesebene. Na gut, dann vielleicht ein Buch oder ein Puzzle. Hassen Sie es auch so, Geschenke für Leute auszusuchen, die Sie gar nicht kennen? Hier, diese Kekse werden ihm schmecken. Wenn Sie meinen... Oh, hoffentlich hätte ich speichern müssen oder so. Und ist das Ihr erster Besuch auf unserem Planeten? Ich stamme vom selben Planeten wie ihr. Ich bin aus Kalifornien, also sind wir praktisch Nachbarn. Er mochte die Kekse nicht. Er mochte die Kekse. Besonders die schwarzen. Er will wissen, ob sie noch mehr haben. Ach, schade. Ja dann, kann ich jetzt? Warte mal. Der Stein. Dieser Stein hat mich hergebracht. Das ist ein Geisterstein. An ihrer Stelle würde ich den nicht anfassen. Du hast recht. Er könnte verflucht sein. Schade. Hat euer weiser Schamane vielleicht Verwendung für einen Lippenstift? Nicht in der Farbe. Haben Sie nichts in Schwarz? Natürlich nicht. Hört mal, ich weiß, es ist nicht viel, aber ich möchte eurem Schamanen das hier schenken. Soll er das etwa essen? Er ist schließlich ein alter Mann. Er könnte daran ersticken. Es wäre ziemlich sinnlos, dem Schamanen die leere Dose zurückzuschicken. Kann ich jetzt nicht durchgehen? Stopp. Das hier ist ein Privatdorf. Aber ich habe ihm doch die Dingens gegeben. Ah, warte, ich weiß, die schwarzen mochte er. Dann tun wir den Stein da rein. Ich lege mein Stück Glückskohle in die leere Schachtel. Ah, alles klar. Hier, ich habe noch ein paar Kekse für den Schamanen gefunden. Ich werde sie ihm bringen. Mal gucken, ob er die auch mag, die schwarzen. Womit vergnügt ihr euch hier denn so im Dschungel? Wir machen Dokumentationen. Taptik und ich sind in 7 TV-Filmen und einem Artikel des National Geographic erschienen. Cool. Der Schamane wollte den schwarzen Felsen nicht. Was haben wir denn noch?
Ich lege die Statue in die leere Schachtel. Okay, versuchen wir es nochmal. Hier, ich habe noch ein paar Kekse für den Schamanen gefunden. Wir müssen also irgendwas in die Schachtel legen. Ich werde sie ihm bringen. Aber was ist das Richtige? Anscheinend nicht. Der Schamane sagt, ich soll ihm die Statue zurückgeben. Will er sie nicht? Er hat schon eine. Er hat schon eine. Okay. Oh, dann vielleicht das Höschen. Garantiert das Höschen. Ich lege das leuchtend rote Höschen in die leere Schachtel. Hier, ich habe noch ein paar Kekse für den Schamanen gefunden. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also eigentlich kann man ja nur raten, aber ich würde auf das Höschen tippen. Ich werde sie ihm bringen. Der Schamane war ziemlich sauer wegen dieses Höschens. Oh, ich wollte sein Schamgefühl nicht verletzen. Haben sie auch nicht. Er war sauer, weil es nicht passt. Ach, schade. Darf ich immer noch nicht dahin? Okay, Giftfall, Wurm, Höschen, Lippenstift, Geisterstein will er nicht, Pfeil. Was können wir ihm denn noch geben? Wir versuchen es trotzdem mal mit dem Lippenstift. Ich lege den Lippenstift in die Schachtel. Oder warte mal, vielleicht lieber den Pfeil? Da ist schon was drin. Okay. Hier, ich habe noch ein paar Kekse für den Schamanen. Oder gibt's hier irgendwie was, was wir da rein tun können? Ich werde sie ihm bringen. Habe auch keine Aktion hier währenddessen. Der Schamane hat ihr Geschenk behalten. Es hat ihm gefallen. Sehr gut. Also doch diesmal der Lippenstift. Kann ich ihn jetzt sehen? So gut hat es ihm wiederum nicht gefallen. Ja. Okay, was haben wir denn noch? Geisterstein. Ich lege den Maya-Stein in die leere Schachtel. Hier, ich habe noch... Ich werde sie ihm bringen. Oh, meine Dose ist weg. Der Schamane will mit Ihnen reden. Das hatte ich doch gehofft. Also war nett mit euch zu plaudern, Jungs. Na also. Warte mal, kann ich ihm nicht noch die Hose geben? Ich habe keine weiteren Fragen. Okay, schade. Ich wäre gerne mein rotes Höschen losgeworden. Okay, hier ist Mais. Oh, Frau, okay. Ah, das ist wohl der Schamane. Fangen wir direkt mal mit ihm an hier. Hi, ich heiße George Stobbart. Bitte setzen Sie sich. Willkommen, George. Danke. Es ist seit langem geweissagt worden, dass ein weißer Mann den Kojotenstein in dieses Dorf bringen würde. Na, was ein Glück. Meine Freundin ist von einer Schlange gebissen worden. Und Sie wollen, dass ich sie heile? So war's geplant. Können Sie ihr helfen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Zahnfleisch ist auch nicht mehr das, was es mal war. Hören Sie, meine Freundin liegt im Koma. Bitte, alter Mann, geben Sie mir die Wurzel. Welche Wurzel? Warum besucht Pater Hubert so ungern das Dorf? Ich weiß auch nicht. Er kam früher viel hierher, aber dann hat das einfach aufgehört. Man sollte doch annehmen, er würde gerne mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen. Mit seinen Kindern. Sagten Sie gerade, dass Pater Hubert Kinder hat? 3 Mädchen und 5 Jungen. Alle in derselben Woche gezeugt. Beim Fest des Affentanzes. Beim Fest des alle in derselben Woche. Okay. Ja, da hat das ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Vater Hubert hat mir von einer Wurzel erzählt, die den Biss der Flussschlange heilen kann. Tja.
Ist diesen Leuten denn nichts heilig? Das war unser Geheimnis, das nur den Leuten meines Stammes bekannt war. Wenn diese Wurzel Nikos Rettung bedeutet, dann will ich sie. Schnell. Es ist noch Zeit, George Stoppard. Zeit, um zu erfahren, warum sie hierher gerufen wurden. Ach, verdammt. Na schön. Wenn ich mir ihre Geschichte anhöre, bekomme ich dann die Wurzel? Der Aal reist weit, doch er kehrt immer zur Stätte seiner Geburt zurück. Ach ja, ich vergaß. Mein Zeitplan ist ziemlich knapp, also überspringen Sie bitte den Rätselteil, ja? Vor vielen Jahren, als die Welt noch jung war, wurde Quetzalcoatl, der große Gott und König, durch Verrat und Betrug besiegt. Sein Feind Tezcatlipoca nahm seinen Platz als Anführer ein und forderte schreckliche Menschenopfer. Eine Gruppe loyaler Priester fand schließlich einen Weg, Tezcatlipoca in eine Falle zu locken und einzusperren. Doch seine Macht war so groß, dass sie wussten, er würde nicht für immer eingesperrt bleiben. Seine Gefangenschaft würde mit der Sonnenfinsternis enden, die auch das Ende des fünften Zeitalters bringen sollte. Und so stellten die Priester 3 Obsidiansteine her, die die Macht hatten, den Spiegel für alle Zeiten zu versiegeln. Doch bevor die Steine an ihren Platz gelegt werden konnten, wurden sie von den spanischen Invasoren geraubt. Aber wie haben sie den bösen Gott gefangen? Sie bauten eine Pyramide und sie sagten Tezcatlipoca, sie sei ihm geweiht. In der Mitte der Pyramide errichteten sie einen riesigen Spiegel aus perfekt poliertem Obsidian. Sie lockten ihn in die Pyramide mit Lob und Schmeichelei und benutzten dann Zauberei, um ihn in den Spiegel zu verbannen. Das ist ja mal interessant. Der schwarze Spiegel, hä? Also sind schon gewisse Verbindung irgendwie da, ne? So als hätten sie sich alle gegenseitig irgendwie beeinflusst. Hier findet bald eine Sonnenfinsternis statt, richtig? Stimmt. Die Sonnenfinsternis, die das Ende des fünften Zeitalters anzeigt, wird noch vor dem nächsten Vollmond stattfinden. Weniger als 2 Wochen. Ich glaube nicht wirklich daran, dass Tezcatlipoca zurückkehren wird. Aber ich vermute, Karzaks Pläne hängen irgendwie damit zusammen. Was geschah mit den Steinen? Die Spanier brachten sie in die Küstenstadt, die heute Caramonte heißt. Nur einer der Steine erreichte Spanien. Die anderen beiden fielen in die Hand von Freibeutern. Der Jaguarstein wurde von dem englischen Kapitän El Draco geraubt. Der Adlerstein fiel einem Piraten namens Ketch in die Hände. Der dritte, der Kojotenstein, erreichte sicher das spanische Festland. Das ist der Stein, den sie jetzt besitzen. Erzählen Sie mir mehr über den Jaguarstein. Vor vielen Jahrhunderten segelte ein Schiff unter spanischer Flagge in den Hafen von Caramonte. Der Kapitän, ein Mann namens El Draco, schickte Soldaten ans Ufer. Erst als die Soldaten den Bürgermeister festnahmen, merkten die Einwohner, dass es sich um englische Freibeuter handelte. Der Bürgermeister wurde als Geisel genommen, während die Soldaten die Stadt ausraubten und plünderten. Unter den Schätzen, die sie erbeuteten, war auch der Jaguarstein. Wo ist der Jaguarstein jetzt? Ich vermute, El Draco nahm ihn mit in seine Heimat, jenseits des großen Meeres. Nach England. Erzählen Sie mir mehr über den Adlerstein. Der Stein wurde auf eine Galeone gebracht, zusammen mit vielen anderen Kunstschätzen, die Spanier geraubt hatten. Aber kurz nach dem Auslaufen kam ein fürchterlicher Sturm auf und beschädigte das Schiff. Es wurde schließlich von dem blutrünstigen Piraten Captain Ketch abgefangen. Ketch überwältigte kurzerhand die Mannschaft, stahl den Schatz und versenkte das spanische Schiff. Und wo ist der Stein jetzt? Wo ist der Adlerstein jetzt? Das weiß niemand genau. Ketch zog sich von der Piraterie zurück und kaufte sich eine Insel in der Karibik. Welche Insel? Was mache ich, wenn ich alle Steine gefunden habe? Bringt sie hierher zu mir. Ich werde euch vorbereiten auf das, was zu tun ist. Die Steine müssen ins Herz der Pyramide gebracht werden. Nur dort können sie das Tor versiegeln, durch das Tezcatlipoca in diese Welt zurückkehren wird. Krieg ich jetzt die Wurzel? Können Sie mir zeigen, wie ich zur Pyramide von Tezcatlipoca komme? Erst, wenn Sie alle 3 Steine besitzen.
Nehmen wir mal an, ich glaube, dass an ihrer Story irgendwas dran wäre. Außer den wilden Hirngespinsten eines durchgeknallten alten Mannes. Nehmen wir mal an, ich schlucke die Geschichte mit Haut und Barthaaren. Was dann? Dann würden Sie erkennen, dass das Schicksal der gesamten menschlichen Rasse auf Ihren Schultern ruht. Toll! Bekomme ich irgendwas, um Tezcatlipoca zu bekämpfen? Was denn zum Beispiel? Naja, eine magische Waffe. Ja. Bleiben Sie doch bitte realistisch, George. Realistisch bleiben. Bekomme ich jetzt die Wurzel? Hier, nehmen Sie sie. Beeilen Sie sich, wenn Sie das Leben des Mädchens retten wollen. Der Kolibri singt mir von Tod und Untergang. Jetzt sprechen Sie schon wieder in Rätsel. Hören Sie, kann ich mich hier irgendwo hinhauen? Ich finde den Weg durch den Dschungel im Dunkeln sowieso nicht. Gerne, aber Sie werden wahrscheinlich nicht viel zum Schlafen kommen. Heute ist die Nacht des Affentanzes. Schon wieder die Nacht des Affentanzes. Ach schade, jetzt konnte ich mit den anderen gar nicht reden im Dorf. Ich verlasse das Dorf bei Sonnenaufgang und torkele, noch benebelt vom Partyrausch, durch den Dschungel zurück. Das erinnert mich daran, wie ich mich früher ins Haus meiner Eltern zurückgeschlichen habe, als ich noch jünger war. Nur hatten wir in Oakland keine Affen und Papageien. Die Nacht des Affentanzes. Okay, ich wette, ich muss die Wurzel hier durchhauen, hä? Nehmen wir das mal vorweg, weil es ist einfach zu offensichtlich. Vielleicht erinnere ich mich aber auch. Aber ganz ehrlich, ich erinnere mich an kaum was von dem Spiel. Obwohl ich es eigentlich sollte. Die Flüssigkeit, die aus der Wurzel gepresst wird, sammelt sich in dem Metallkegel. Sehr schön. Dann jetzt aber schnell, wa? Sehen Sie doch, Hubert, das Gegenmittel. Nun, worauf warten Sie denn dann? Geben Sie es dem Mädchen schnell. Das ist mal ein schönes Baumhaus. Nico. Hier, trink das. Oh, George. Das schmeckt ja scheußlich. Schluck's einfach runter. Versuch jetzt ein bisschen zu schlafen, Schatz. Du wirst deine ganze Kraft noch brauchen, wenn wir die beiden anderen Steine suchen. Die anderen Steine? Was für andere Steine? Wo hast du mich denn jetzt schon wieder reingeritten, George? Stop it. Die Patientin klingt schon immer gesünder, wie früher. Wie früher. Nico hat sich schnell von ihrem Fieber erholt. Um Zeit zu sparen, haben wir beschlossen, uns zu teilen und jeden Stein einzeln zu suchen. Ich bin der Spur des Piraten Ketch zu einer entlegenen Karibikinsel gefolgt. Mit dem Vermögen, das er in seinen Piratentagen angehäuft hatte, zog er sich zu einem Ort zurück, den man später Ketch's Landing taufte. Ketch's Landing, aha. Na mal sehen. Okay. Mann, Pläne. Theodolit. Aha, aha. Haus, okay. Treppen. Was gibt's noch Schönes hier? Ach, reden wir erstmal mit dem. Hi. Hallo, ist das hier Ketch's Landing? Ja, stimmt genau. Ich bin George Stobbart. Sie sind Landvermesser. Habe ich recht, Mr. Bronson? Und natürlich bin ich Vermesser. Warum zum Teufel hätte ich sonst wohl einen Theodoliten? Keine Ahnung, vielleicht Ihr Hobby? Ja, sicher doch. Was wollen Sie überhaupt hier? Ich suche nach einem antiken Maya-Kunstwerk. Was soll das sein? Schmuck oder so? Nein, ein Stück Obsidian. Ein schwarzer Stein mit angeblich mystischen Kräften. Sie sind ja bescheuert. Na, immerhin. Der sieht so ähnlich aus wie der Stein, den ich suche. Warum glauben Sie, dass Sie ihn gerade hier finden? Als die Steine im 17. Jahrhundert gestohlen wurden, da... Moment mal. Die Steine sind seit 300 Jahren verschwunden? Ungefähr. Und Sie hoffen, sie wiederzufinden? Sie sind ja verrückt. Und warum gerade hier? Ein weiser alter Indio-Schamane hat mir erzählt, er habe die Steine in einer Vision gesehen, wo...
Das hat was. Was Bescheuertes. Hauen Sie ab, ich hab zu arbeiten. Ach Mann. Bis später mal, Bronson. Bronson schaut irgendwas in seinen Zeichnungen nach. Sieht aus wie Baupläne. Ich muss einfach einen Blick auf diese Baupläne werfen. Hey! Hey, Rosta! Komisch, wo immer ich hingehe, überall höre ich diese Worte. Paris, Syrien, Irland oder Spanien, das ist wohl international. Was ziehen Sie denn hier für eine Show ab? Ich habe nur versucht, etwas Interesse an Ihrem Projekt zu zeigen. Uns sind für den Moment die Gesprächsthemen ausgegangen. Ich dachte, er fragt was zu dem Projekt. Okay. Sonst irgendwie was hier Schönes? Ich weiß zwar, dass dieses Gerät ein Theodolit ist, aber ich habe keine Ahnung, wie man damit umgeht. Ich weiß auch nicht. Ich komme nicht an den Theodoliten ran, solange der Vermesser ihn benutzt. Okay, also wahrscheinlich erstmal nicht benutzen. Oh, ein Netz. Ein Netz, das zum Trocknen in der Sonne hängt. Können wir das nehmen, mitnehmen? Ich will kein Fischernetz. Schade. Sonst irgendwas hier? Gibt's hier was auf dem Steg? Ah, ein Junge. Und ein Boot. Immerhin. Reden wir mal mit dem. Willst du etwas Fisch kaufen? Ich mag keinen Fisch. Wie heißt du? Rio, das heißt Fluss. Und du? George, das heißt, ist halt so ein Name. Ist halt so ein Name. Stimmt es, dass Captain Ketch hier in der Gegend gelebt hat? Das stimmt. Das da oben auf dem Hügel, das ist sein Haus. Es ist heute ein Museum. Ja, das ist genau das, was ich suche. Danke, mein Junge. Du wirst nicht reinkommen, Mann. Die alten Schwestern haben es zugemacht. Was weißt du über Captain Ketch? Nur, was jeder hier weiß. Er war Pirat und wurde gehängt. Gehängt? Okay. Keine Schule heute? Nein, Sir. Was ist mit deiner Ausbildung? Ich kann fischen, segeln und schwimmen. Ich habe mich selbst versorgt, seit ich 6 war. Und ich spreche 2 Sprachen. Bist du für den Job als Strandobdachloser nicht überqualifiziert? Die Konkurrenz ist groß und wird immer jünger. Er ist quasi so ein bisschen wie der Junge aus Syrien. So ein bisschen so clever, ne? Wer sind diese beiden alten Damen, von denen du geredet hast? Miss Frost und Miss Mina Ketch. Warum haben die beiden Ladies das Museum geschlossen? Das war Bronsons Schuld. Der hat Pläne, wie man das Museum umbauen könnte. Sie werden es aber noch bedauern. Der Kerl ist ein Betrüger. Aha. Hilfst du mir, an diese Pläne zu kommen? Ich traue mich nicht in Bronsons Nähe. Er hat mir geschworen, mich zu ersäufen, als er neulich den Fisch in seinem Schlafsack gefunden hat. Schade. Weißt du irgendwas über Piratenschätze? Mann, das sind doch alles nur Märchen. Es gibt keine echten Piratenschätze. Vielleicht doch. Ich weiß ja nicht mal, wo an so einem Segeldingsbums der Anlasser ist. Der Anlasser. Ein seetaugliches kleines Boot, das einen neuen Anstrich vertragen könnte, ansonsten aber makellos sauber und gepflegt ist. Okay. Dann sollten wir vielleicht erstmal da hochgehen und gucken, ob wir die 2 alten Ladies finden oder so, ne? Ja, Treppe, Haus. Vielleicht erstmal angucken. Ein mitgenommener Holz- und Ziegelbau schaut von oben auf die Bucht. Die Treppe führt hinauf auf die Klippen. Na dann. Gucken wir mal. Ah, das sind ja die 2 alten Ladies. Und noch eine Katze. Oh, süß. Eine niedliche kleine Miezemuschi. Das heißt eigentlich eher ein fetter alter Flohcontainer. Sie ist damit beschäftigt, einen roten Ball zu misshandeln. Ah, den roten Ball hatten wir auch schon mal. Katze. Hey, Mieze, willst du spielen? Vorsicht, Mistkatze! Pass auf, wo du deine Krallen reinhaust. Okay, wir können nichts mit dem Ball machen. Damen, okay, Baum. Ein großer Baum steht neben dem Haus und die Zweige bilden ein einladendes U. Ein U. Okay, was könnte man da... Oh, vielleicht so eine Art Steinschleuder, fällt mir jetzt gerade ein. Flaggenmast.
Am Ende des Fahnenmastes hängt irgendein technisches Gerät. Aha. Aha. Oh, eine Leiter. Es ist ein altes Haus. Tür. Leiter. Eine stabile, ausfahrbare Leiter. Damit können wir wahrscheinlich hier hin, aber die Ladies wollen das bestimmt nicht, ne? Die müssen wir irgendwie runterlocken. Vielleicht können wir hier irgendwie noch hin. Nee, weiter geht's hier nicht. Da würde ich sagen, reden wir erstmal mit den Damen. Und sehen, was sie so zu berichten haben. Guten Tag, ich heiße George Stobbart. Guten Tag, Mr. Stobbart. Dürfen wir Ihnen etwas Tee anbieten? Nein, vielen Dank, Madam. Ich mag keinen Tee. Och, Katze. Ist das Ihre Katze? Ja, allerdings. Das ist nur Ruddles. Mögen Sie Katzen, Mr. Stobbart? Oh ja! Aber ja, besonders gegrillt. Medium. Können Sie mir etwas über Captain Ketch erzählen? Bestimmt mehr, als Sie uns über Ihren Groß-Groß-Groß-Groß-Großvater erzählen könnten. Sie sind seine Nachfahren? Aber sicher. Captain Ketch wurde in Dorset in England geboren, zu Zeiten von König Heinrich VIII. Seine Eltern waren einfache Bauern, aber der junge Frederick Ketch beschloss, zur See zu fahren. Wir haben viele Seeleute in unserer Familie, Mr. Stobbart. Interessieren Sie sich für Geschichte, Mr. Stobbart? Ja, auf jeden Fall. Ja, allerdings. Sie waren dabei, mir etwas über Captain Ketch zu erzählen. Bitte fahren Sie doch fort. Oh ja, er segelte unter Hawkins. Jim Hawkins? John Hawkins, einem der größten Händler der elisabethanischen Epoche. 1568 war Frederick Ketch noch ein junger Mann und versah seinen Dienst an Bord der Jesus, Hawkins Flaggschiff. Sie segelten von England nach Afrika und dann über den wilden Atlantik zu diesen Inseln. Ketch sollte die Küste Englands niemals wiedersehen. Wieso ist Ketch nie wieder nach Hause gekommen? Weil die Spanier die Jesus durch Verrat versenken konnten. Sie sagten, Hawkins Flotte trieb Handel zwischen Afrika und Westindien. Womit hat er gehandelt? Schwarze Männer. Mit keinem Hemd an. Sie müssen bedenken, Mr. Stobbart, das war im 16. Jahrhundert. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Hawkins und Ketch Sklavenhändler und Piraten waren. Würde es Sie überraschen, wenn ich Ihnen erzählte, dass Hawkins außerdem ein strenggläubiger Mann war? Er transportierte Sklaven in einem Schiff, das nach Jesus Christus benannt war? Das macht ihn in meinen Augen zu einem Heuchler. Was ist aus Ketch geworden? Ist er umgekommen? Oh nein, er konnte entkommen und kehrte hierher zurück, auf diese Insel, genau in dieses Haus. Das Frederick Ketch Gedenkmuseum. Stimmt es, dass Frederick Ketch ein Pirat war? Frederick Ketch war mit Sicherheit kein Pirat. Sie haben ihn aufgehängt, müssen Sie wissen. Da unten am Strand, vor den Augen seiner Familie. Haben sich nicht mal die Mühe gemacht, ihn zu verurteilen. Haben ihn einfach vom Frühstückstisch weggeholt und in Ketten aufgehängt. Also, wenn er kein Pirat war, warum haben sie ihn dann gehängt? Neid. Reiner, purer Neid. Er war ein erfolgreicher Freibeuter gewesen und er hatte große Reichtümer angesammelt. Reich wie ein Nerz im Käfig. Sei still, Mina. Ja, Frost. Ein missgünstiger Gouverneur und seine Lakaien wollten Ketchs Geld. Sie konstruierten irgendeine lächerliche Anklage, Missachtung der Bedingungen in seinem Kaperbrief oder sowas, und haben ihn gehängt wie einen gewöhnlichen Dieb. Dazu muss man sagen, falls ihr, also ich kenne mich so ein bisschen damit aus, weil ich früher das Spiel Pirates gespielt habe. Ein Kaperbrief war quasi, ein Freibeuter war quasi einer, der unter der, ja, also wenn du Engländer warst, dann durftest du für die Engländer spanische Schiffe erbeuten, weil die im Krieg waren oder so. Damit war, konntest du quasi legal Pirat sein. Das war dein Kaperbrief, ja, irgendwie so. Ich kenne mich halt super aus, ne? Kaperbrief? Das Dokument, das es ihm erlaubte, die Feinde der Krone anzugreifen und zu vernichten. Genau. Der Unterschied zwischen einem ehrlichen Freibeuter und einem gewöhnlichen Piraten. Joho! Jo! Entschuldigung, Frost. Ho. Naja, warum hat Ketch ihnen dann nicht einfach gesagt, verzieht euch Jungs, ich habe eine Piratenlizenz? Frederick Ketch war kein Pirat. Aber er hat ihnen seinen Kaperbrief gezeigt. Doch sie haben ihn einfach zerrissen und ihn trotzdem gehängt. Ich habe mit Rio gesprochen, dem kleinen Fischerjungen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den kleinen Nichtsnutz in meiner Gegenwart nicht erwähnen würden. Dieser schmutzige Mistkäfer. Dieses stinkende kleine Fischmaul. Das reicht jetzt, danke, Mina.
Anscheinend sind sie nicht gut zu sprechen auf denen. Ich vermute, sie haben nicht viel Zeit für den kleinen Jungen. Dieses Kind ist ein Krimineller, Mr. Stoppard. Also hören Sie, der Kleine ist erst, na, vielleicht 11 oder so. Ein kleiner Schurke mit einem Bein in der Besserungsanstalt. Was mögen Sie denn an Rio nicht, Miss Frost? Naja, vor einiger Zeit haben er und Emily... Halt sofort den Mund, Mina! Emily? Wer ist denn Emily? Was können Sie mir über Emily erzählen? Emily? Was geht Sie das denn an? Ihre Eltern wurden bei einem Taifun getötet. Als ihre einzigen lebenden Verwandten haben wir die Bürde auf uns genommen, das Kind großzuziehen. Schön zu wissen, dass die gute alte Charité noch nicht tot ist. Die kenne ich nicht. War die auch an Bord bei dem Taifun? Mr. Stoppard redet nicht über eine Dame. Er gibt nur mit seinen Französischbröckchen und seinem Sarkasmus an. Was können Sie mir sonst noch über Emily erzählen? Wie können Sie es wagen, so in unseren Familienangelegenheiten herumzuschnüffeln? Ich weigere mich auch nur noch eine weitere Ihrer impertinenten Fragen zu beantworten. Schade. Okay. Also, was ich jetzt erstes machen will, ist auf jeden Fall nochmal speichern hier. Man weiß ja nicht, was man hier so machen kann. Mal gucken, ob wir die Leiter nehmen können. Wahrscheinlich nicht. Was machen Sie da? Die Leiter lässt sich leicht ausfahren. Und dann da hoch? Kann ich die, Ich will aber nicht da hoch. Ich will zu dem Ding. Ich komme nicht an den Fahnenmast. Und wegen dieses Gestrüpps kann ich die Leiter nicht benutzen. Ach, wegen dem Gestrüpp nicht. Sie da, was machen Sie da? Verzeihung, meine Damen. Ich wollte nur mal auf Ihre Leiter klettern. Ich helfe Bronson. Oh nein, Sie sind ganz anders als er. Er ist sehr höflich, nicht wahr, Frost? Und er hat Grübchen, wenn er lächelt. Können wir denn reingehen? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Es ist abgeschlossen. Ah, okay. Das Haus ist geschlossen. Wieso das? Es wird gerade renoviert. Renoviert? Wo sind denn die Bauarbeiter? Vorbereitung ist die halbe Arbeit, junger Mann. Wir haben vor, das Museum für das neue Jahrhundert fit zu machen. Das Frederick Ketch Gedenkmuseum. Das sähe in Neon bestimmt herrlich aus. Oh. Ein Museum für einen Piraten? Einen Freibeuter? Einiges Schweigen. Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, war er kein Pirat. Das ist genau die Art böswilliger Falschaussagen, die Mr. Bronson widerlegen will. Oh, wie das? Mr. Bronson hat sich freundlicherweise bereit erklärt, den Umbau des Museums zu einem sehr vernünftigen Preis durchzuführen. Er weiß, wie wichtig ein Verständnis der Geschichte ist. Komisch. Da habe ich aber einen ganz anderen Eindruck von Bronson. Außerdem kennt er sich mit sphärischer Geometrie aus. Mina! Na, wenn's doch stimmt. Hören Sie, Madam, ich bin von weit her angereist, um dieses Haus zu besichtigen. Wenn wir in Ihrem Fall eine Ausnahme machen, dann will nachher jeder rein. Verzeihen Sie meine Offenheit, aber ich musste mich nicht gerade durch eine wartende Menschenmenge quetschen. Sie sind immerhin der zweite Besucher heute. Nein, tut mir leid, völlig unmöglich. Wer ist denn der erste Besucher? Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Sie hängen wirklich an diesem Kater, wie? Er ist unser treuer Gefährte und unsere Freude. Ich könnte mir ja dieses kleine Monster schnappen und es als Geisel nehmen, bis sie mich reinlassen. Aber das ist nicht ganz mein Stil. Vielleicht kann ich ihre Zuneigung zu der Katze auf eine andere Art dazu benutzen, ins Haus zu kommen. Okay, Zeit für eine kleine Ablenkungstaktik. Ich dachte, ich hätte unten am Strand ein kleines Mädchen gesehen. Da müssen Sie sich getäuscht haben. Da muss er sich getäuscht haben. Oder nicht, Frost? Ich bin sicher, das habe ich nicht. Ein kleines Mädchen und diesen Fischerjungen. Was? Das ist unmöglich. Was haben die beiden gemacht? Och, was alle kleinen Jungs und Mädchen so machen in dem Alter. Als ich ein kleines Mädchen war, haben wir Kuh und Melkerin gespielt. Gnade Ihnen Gott, wenn Sie uns belügen, Mr. Stoppard. Gnade Ihnen Gott! Kann ich jetzt den Ball nehmen? Begleitet vom Knarren antiker Korsettstangen segelten die beiden Schwestern majestätisch über den Horizont. Na dann. Können wir jetzt die Leiter hoch oder gehen wir mal rein? Ah, wir gehen erstmal die
die Leiter hoch. Vielleicht kommen wir durchs Fenster oder so. Ich habe gerade zufällig keine Fahne bei mir, also muss der Fahnenmast wohl nackt bleiben. Ich komme nicht an den Fahnenmast und wegen dieses Gestrüpps kann ich die Leiter nicht benutzen. Komme ich denn ins Fenster rein? Typisch Pechvogel Stobbart. Die Fenster sind alle verriegelt. Die Fenster sind... Schade. Die Fenster... Habe ich irgendwas, womit ich an das... Kann ich mit dem vielleicht... Nö, so weit und fest kann ich nicht werfen, dass ich die Markierung runterwerfen könnte. Oh, kann ich die Katze... Ja, warte mal, vielleicht kann das ich die... Das ist es nicht. Flaggenmast, Fenster... Ein Fahnenmast, einer von zwei. Kann ich das an die Fahne hängen? Vielleicht in meinen besten Schulzeiten, aber heute nicht mehr. Okay, alles klar. Gut, gehen wir erstmal wieder runter. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich hier tun könnte. Können wir vielleicht doch noch den Ball wegnehmen? Ich weigere mich, weitere unnötige Blutvergiftungsrisiken einzugehen. Vielleicht hier mit diesem Ding, ne? Vielleicht spielt es die Katze wäre ziemlich damit. Cool, die Katze unter Drogen zu setzen. Aber ich bringe es nicht übers Herz. Außerdem würden mich die beiden Schwestern lynchen. Was haben wir denn noch Schönes für die? Ein Wurm? Die Katze schaute mich an, als wollte sie sagen, warum hast du einen toten Wurm um den halben Erdball geschleppt? Und ich hatte keine gute Antwort darauf. Was können wir hier mit diesem Baum machen? Mir fällt kein Grund ein, warum ich auf Bäume klettern sollte. So haben wir sie zumindest weggelockt. Aber was können wir jetzt hier mit dem Flaggenmast machen? Tür, Fenster, Tür. Das Fenster ist verriegelt. Die Tür ist auch verriegelt, ne? Es ist abgeschlossen. Vielleicht können wir hier aufbrechen mit dem Teil. Nee, schade. Können wir hier anscheinend nichts machen? Oder kommen wir irgendwie hier hinten rum? Baum. Ein großer Baum steht neben dem Haus und die Zweige bilden ein einladendes U. Vielleicht kann ich es mit dem Schlüpper machen. Okay, das wäre das Einzige, was mir eingefallen ist. Ansonsten sehe ich hier nichts. Okay, ich würde sagen, dass wir dann in der nächsten Folge weiterrätseln und vielleicht hier runtergehen und gucken, was wir unten machen können. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.